Wie würdest du die Nibelungen in drei Sätzen zusammenfassen? In drei Sätzen. Also um nicht mit den berühmten Schlagwörtern zu beginnen, die wären Liebe, Macht, Tod. Jetzt habe ich sie aber trotzdem genannt, würde ich gerne sagen Götter, Götternot. Und die Suche nach Helden. Und welche Figur spielst du jetzt im Teil Ring Rheingold Walküre und was sind so deren Probleme? Also ich spiele mehrere Figuren oder wir alle spielen mehrere Figuren. Und aber die Figur, die in Rheingold und Walküre ist, beziehungsweise in Rheingold kommt meine, bin ich nicht die Figur, sondern in der Walküre bin ich dann oder spiele dann die Brünnhilde. Und was ist das größte Problem von der Brünnhilde? Das größte Problem ist, dass sie einen sehr total dominanten Papa hat und sie ihn über alles liebt und er ihr die größte Freiheit schenkt. Und sie bis zu einem bestimmten Punkt auch, glaube ich, eines der schönsten Leben führt als Frau oder als junge Frau. Sie darf auf Pferden reiten und reitet über von Walhall, das ist das Zuhause dieser Götter, reitet von Walhall über einen Regenbogen zu uns auf die Welt. Und holt die armen, toten Krieger und Kämpfer und ja, Soldaten wieder zurück. Also holt sie zurück mit dem Pferd über den Regenbogen nach Walhall. Und da bekommen diese toten Männer Wein und werden umsorgt von schönen Mädchen. Und das darf sie immer machen. Und da hat sie 8 Geschwister. Das sind die Walküren, die 9 Walküren. Und die handeln frei. Das ist so das größte Geschenk, was sie haben. Sie sind frei und sehr stark, sind starke Frauen. Also Wagner hin oder her, da hat er echt emanzipierte Frauen geschaffen. Und weil sie bekommt einen Auftrag, eine Art Agentenauftrag von dem Papa. Sie soll wieder eine Aufgabe ausführen. Sie soll einen Helden töten. Und dieser Held ist auch ein Sohn von unserem Übergott, also von meinem Vater, von dem Allvater, von dem Wotan bei Wagner und in der alten Edda ist das Odin. Und er hat noch viele andere Namen, dieser Gott. Und dieser Held, das ist der einzige Held, boah, ich bin sehr langsam, es tut mir leid, dieser Held, dieser einzige Held, den soll sie sterben lassen, weil dieser Held nicht frei handelt, weil er nur ein, wie soll man sagen, ein Abbild des Vaters ist und eben nicht emanzipiert. Und ihn soll sie umbringen. Und wenn sie das tun soll, schafft sie es nicht. Sie entdeckt bei diesem Auftrag zum ersten Mal die wahre Liebe, weil sie, als sie zu diesem Helden geht, zu Siegmund, trifft sie auf Siegmund, der wiederum seine erste große Liebe findet, das ist Sieglinde. Siegmund und Sieglinde, die gehören zusammen, weil sie Zwillingsgeschwister sind und weil sie sich lieben. Und da kommt das große Thema Inzest. Und deswegen muss er sterben, weil das verlangt vor allen Dingen Fricka, die Frau von Wotan, die ihr schon kennengelernt habt, Fricka, die ist die Ehehüterin und sie verlangt, dass es nicht rechtens, der muss sterben.
Und das Problem jetzt, um zurückzukommen von Brünnhilde, ist, sie hat den Auftrag ihres Vaters und sie hat bis dahin immer getan, was er wollte. Sie ist sein Wille und sie steht da und sie sieht diese zwei Menschen, die sich so lieben, wie man sich wahrscheinlich die schönste, romantischste Liebe vorstellt. Und sie entscheidet sich gegen den Willen des Vaters und sagt, ich werde dich nicht nach Walhall holen. Der Blick, der sehrende Blick der Walküre, der den Tod bringt, den nimmt sie von ihm ab und will ihn schützen und schafft es nicht, weil Wotan ihn dann selber umbringt. Und hast du eine Lieblingsszene aus Der Ring Rheingold-Walküre? Ja, in Rheingold darf ich einen Zwerg bei Alberich spielen. Das ist meine Lieblingsszene. Dankeschön. Dank dir.